Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Wo kommt der denn her? Ab mit seinem Kopf. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem. Dam, dam, da. Voila. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Ja, geht schon ab. So, jetzt können wir auch zu Laverne. Gehen mit Hoagie aber erstmal. Ne, Gewitter machen können wir jetzt noch nicht, weil wir haben ja unsere Superbatterie noch nicht. Das wäre ja schwachsinnig. Aber wir haben eine Weinflasche. So, dann wechseln wir doch mal zu Bernhard. Der steht immer noch im Keller rum, unnötigerweise. Hey, Dr. Fred! Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Wie wäre es damit, Purpurtentakel zu fangen? Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Din, din, din. Kühe umgeworfen. Polizei staunt. Kühe schubsen. War das nicht irgendwie so ein Nebraska-Sport oder so? Böse Vorurteile. Als sprechen wir alle... Nun, Englisch, denke ich. So. Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Aber es ist zu spät. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren? Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann, ohne giftigen Abfall, die anderen Wissenschaftler würden lachen. Gruppenzwang. Ah ja, das gab's auch damals schon. Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Es braucht einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Ich dachte, Sie wären reich. Nun, ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen, wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Oh, Vertrag? Welchen Vertrag? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All besessen war, hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Aber sie haben uns nichts bezahlt. Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel. Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Seitenhieb zum Hin-Eck-Menschen. Und dann unternehmen wir mal was. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß. Ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede Nacht träume ich davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder. Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Ja. So, dann. Wie kriegen wir denn jetzt dazu, die Pläne zu holen? Ich glaube, wir gehen erstmal. Nun, wir müssen die Welt retten. Viel Glück! Mal lieber ein bisschen mehr, anstatt hier unsere Zeit mit
dem verrückten Kerl zu verschwinden, der eh keinen Plan hat. So. Was wollen wir eigentlich? Eigentlich würde ich ja immer noch gerne diesen Groschen. Wir könnten ja mal rausgehen. Damit muss man auch nachher irgendwas machen. Er ist zu. Okay. Schade. Guck mal, da versucht jemand unser kaputtes Auto aufzubrechen. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber eine hübsche blaue Maske da auf und einen schönen vergewaltiger Trenchcoat. So. Reden wir doch mal mit ihm. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Normalste Antwort eines Autoknackers. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Ja, so reagiere ich auch immer, wenn ich nicht in mein Auto komme. Und versuche mit der Brechstange es zu öffnen. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Verdammt intelligenten Menschen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Verdammt. Bis später. Ja. Ich hätte sie aber gerne. Vielleicht können wir ihm ja was zum Tausch geben. Ob ihn das interessiert? Was gibt's denn? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Ja, fand ich auch. War ganz interessant. So, was... Na, verdammt. Ich würde ihm ja das Sparbuch geben, aber das will er sicherlich nicht. Ob ihn das interessiert? Vielleicht nimmt er den Groschen. Ob ihn das interessiert? Gut, dann... Also irgendwas fehlt uns noch, um das zu kriegen. Öffnen und durchgehen. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Besser nicht. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Rubber Chicken. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Möchtest du eine Zigarre? Klar, nehmen wir doch. Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, da soll noch mal jemand sagen, Rauchen sei ungefährlich. Nee, nee, nee. Ja, scheint ihm super viel Spaß zu machen hier. Du solltest dich rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Schämen sollte er sich. Schämen. Ja, komm, weiter. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Das ist nett. Können wir die nicht haben? Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Die hätte ich gerne gehabt. Aber wir klauen uns jetzt das Skelett da hinten, was wir gerade gesehen haben. Dazu müssen wir das Fenster öffnen. Und das Skelett versuchen zu... Das Gebiss versuchen zu nehmen. Autsch! So. Das ist gar nicht so leicht, wie es irgendwie immer aussieht. Sind alle weg. Still, wirst du wohl?
bin ich gar nicht mehr so gut drin. Wir können ja auch erstmal weitergehen. Nett. Wir nehmen einfach mal den Kaffee mit. Wie wir wissen, findet der nette Fred ja auch den Kaffee ganz dolle. Damit können wir ihn sicher verarschen und zum... Wer weiß schon, ja, welche Überraschungen bringen, sich darin verbergen. Den Safe zu öffnen. Den nehmen wir auch mal mit. Ah, den brauchen wir nämlich nachher auch wieder. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber ich weiß, wir brauchen ihn. Und jetzt brauchen wir das blöde Gebiss. Das war mal gar nicht so einfach. Haben wir jetzt schon dreimal gesehen oder zweimal oder so? Oh nein. Springender kleiner Dussel. Jetzt. Springender kleiner Dussel. Und wir nehmen es mit. Falls ihr das gerade gehört habt, das war mein schlafender Hund, der gerade irgendeinen komischen Traum hat und deshalb gebellt hat. So, jetzt können wir endlich nach oben, wo Laverne ja in der Zukunft feststeckt.